So, liebe Leute, heute spielen wir mal was ganz Besonderes. Coded Arms auf der PSP. Ja, wunderschön. Angeschlossen an einem Kabel, damit wir das schön gemütlich auf der Fernsehkiste zocken können. Das wäre schwer. Ja, kommt von Konami. Und ich würde sagen, machen wir mal ein neues Spiel. Hat auch mehr Spieler. Der ist aber, glaube ich, nur lokal für bis zu 4 Spieler. Und es ist einer der wenigen Ego-Shooter auf der PSP. Steuert sich wie folgt. Wir haben den Ministick zum Bewegen und haben die X-Kreis-Viereck-Dreieck-Tasten zum Zielen. Man kann es auch umstellen. Also wir haben sehr, sehr limitiertes Steuerungsschema. Und es gibt auch einen zweiten Teil davon. Da weiß ich aber gerade den Untertitel nicht. Hier sehen wir die Waffen. Überspringen das mal, weil da ist wirklich nicht so wahnsinnig viel. Wie heißen wir denn? Eine Idee? Ich nenne uns einfach mal Jack. Einfallsreich wie eh und je. Ja, diese Idee ist okay. Wie ist man nur darauf gekommen? Keine Ahnung. Hier haben wir jetzt unseren Kampflok und jetzt gehen wir kurz ins Training. Wird geladen. Die Ladezeiten sind natürlich nicht so krass geil. Ja, es geht. Ja. So. Wir haben verschiedene Settings. Ja. Im Grunde geht es darum, seine Waffen aufzuwerten, Waffen zu sammeln. Und ich kann sagen, es ist nicht so einfach. Man kann hier auch mal keine Munition haben. Also mit dem Ministick steuere ich, wie gesagt, meinen Charakter. Kann hier straven, links, rechts. Und es wird wahrscheinlich besser funktionieren, wenn es sich wie ein Doom spielen würde. Also man muss nur links, rechts gucken. Ja, klar. Okay. So, da ist unser Ausgang. So, wir sehen auch, unser Leben ist natürlich noch nicht komplett voll, also da geht noch mehr. Man levelt auf und sammelt Waffen im Grunde und verbessert diese und hat dann irgendwann ein schönes Arsenal dabei. An verschiedenen Raketenwerfer mit Brandmunition, Schrotflinten. Ja, das wissen wir doch alles. Munition nehmen wir natürlich mit. Also man hat doch ein leichtes Auto-Aim drin. Ich habe es jetzt auch echt vor Jahren das letzte Mal gespielt. Habe es auch durchgespielt. Der Endgegner ist echt heftig. Da muss man an einem Raum so an der Seite entlang hochgehen, um überhaupt bis zum Kopf zu kommen. Okay. Also, das ist ziemlich groß. Ja, er ist mehrere Stockwerke hoch. Eine Maschine, nehme ich an. Ich weiß gar nicht mehr, wie der aussieht. Ich finde ja, vom Setting hat es ein bisschen was von Killzone.
Und es ist recht schwer, muss ich sagen. Klar, der Anfang ist so nicht. Man hat auch drei Sektoren nur, die in 11 Level unterteilt sind. Die werden immer länger. Aber man behält halt den ganzen Fortschritt. Das heißt, man sollte ein bisschen haushalten. So habe ich es auf jeden Fall in Erinnerung. Weil du schon einiges hast. Ja, aber das kann schnell weg sein. Man findet hier am Anfang natürlich noch viel Munition. Man muss sich halt in die Steuerung reinfinden, wie man sich vielleicht auch denken kann. Weil man hat halt echt keine zwei Ministicks, sondern nur hier halt die Knöpfe. Hm. Die Konsole an sich nur einen Ministick, ja? Ja. Okay. Aber Ministicks auf Handheld sind auch immer Käse, finde ich. Ja, die sind immer viel zu klein, vor allem. Also ich finde, hier geht's ja sogar noch, der ist auch klein. Gut, das Tor ist freigegeben. Kann man hier was einsammeln? Nee. Und wir haben eine Splittergranate dekodiert. Ah, jetzt habe ich es wirklich. So, und jetzt können wir hier zwischen zwei Sachen, ich glaube zwischen 6 Waffen kann man sich ins Inventar packen. Mhm. Und zwischen denen hin und her wechseln. Man muss dann auch später finden, welche Waffe benutze ich gegen welchen Gegner. Da gibt es definitiv so Unterschiede. Steinpapiermäßig. Ja, kann man ungefähr sagen. Das Viech nervt mich gerade. Fliegen immer so langsam. Decoding Passwort. Es gibt keinen Weg zurück. Good luck. So, hier haben wir unsere Plugins. Das sind im Grunde unsere Waffen. Rüstung haben wir auch. Dann geht's weiter. Hier haben wir jetzt unsere Sachen. Fangen wir jetzt mal in der Stadt an. Das sind unsere drei Sektoren. Im Grunde sind es Settings. Es ist ein bisschen Baukasten. Mhm. Also da kann man jetzt nicht so wahnsinnig viel erhoffen. Das geht doch deutlich schneller. Man muss auch dann später gucken, wie man Level freischaltet. Also meistens geht es nach besiege alle Gegner und dann kannst du erst das Level verlassen. Das kann ich gar nicht mehr überspringen. Kann ich da durchballern? Wahrscheinlich nicht. Was ist das Rote, das da alles auftaucht? Oberhalb des Bildschirms? Das Rote ist, glaube ich, dass ich getroffen werde. Okay.
Ja, machen wir doch mal weiter. Ich habe jetzt auch da gerade so ein Symbol eingesammelt. Das war im Grunde eine Waffenverbesserung. Also die Waffen Okay. kann man aufleveln. Brauchst du dann immer das Passende zur Waffe oder kannst du das beliebig? Ich glaube, es ist beliebig. Du musst nur halt das, was du gerade ausgerüstet hast, wird auch aufgelevelt. Ich brauche jetzt noch zwei weitere, dann wird die Waffe stärker. Und wenn man es eben durchgespielt hat, schalte alle Gegner aus. Wenn man es durchgespielt hat, bekommt man eben so einen Random-Modus, wo du einfach nur noch Gegner killen kannst und Sachen sammeln. Weil man hat erst ganz am Ende auch wirklich alle Waffen freigeschaltet. Was ein bisschen schade ist natürlich, wenn es diesen Modus nicht hätte. Könntest du ihn gar nicht verwenden, die coolen Waffen. Da gibt es dann so Gatling-Guns und so, das ist dann schon ganz cool. So komisch, dass man sehr am freigeschaltet hat. Ja, so halt kurz vorm Ende, da kannst du noch beim Endgegner oder so richtig. Gibt's aber häufiger so Spiele. Da bekommst du dann den geilen Scheiß ganz am Ende und kannst ihn kaum benutzen. Ich finde das nicht so toll. Ich auch nicht. Das hat mich bei Far Cry 3 sehr genervt. Weil dann hatte ich alle Waffen, aber hatte halt niemanden mehr zum Töten. Deswegen spiele ich jetzt Far Cry 4 auch so. Ich mache erst alle Hauptmissionen. Und da gibt es ja Gott sei Dank ein bisschen mehr zu tun. Mach dann alle Funktürme. So, das war jetzt wieder so eine Optimierung für das Upgrade. Die kommen, glaube ich, unterschiedlich. Also es ist nicht festgelegt, wann die kommen. Ja. Und mach jetzt erst alle Funktürme, damit ich alle Waffen kostenlos habe. Und dann werde ich erst die ganzen Aufgaben machen, wo man Gegner killen muss. Dann kann ich die Waffen auch mal benutzen. Du meinst dann die Nebenquests? Die Nebenquests. Oh, was haben wir da? Ah, ich habe einen Helm erworben. In Far Cry 3 kannst du das nicht machen, oder wie? Kann man vielleicht auch machen. Ich hab's noch nicht versucht. Spielstand rein, wo man doch ein bisschen mehr Waffen hat. Wenn man mal die ganze Bandbreite zeigen, was man da so bekommt. Jetzt nehmen wir das noch mit. Gut. Dann können wir ja vielleicht mal noch. Jetzt schauen wir mal, wie viel Zeit haben wir denn schon verbuddelt? Ah, Halbzeit. Da würde ich sagen, gucken wir mal noch in den anderen Spielstand rein. Gehen wir hier mal raus. Gehen wir mal speichern. Start von 2005, das ist auch schon echt alt. Sagen wir mal weiterspielen. Unendlichkeitslevel 120. Bei null angefangen, oder wie? Ja. Was hat da dran? Wahrscheinlich kriege ich jetzt auch echt auf den Sack, weil ich halt nicht mehr so in der Steuerung drin bin.
So, hier haben wir das Standardmaschinengewehr. Die Pistole, da sieht man, ich habe fast das komplette Leben voll. Scharfschützengewehr. Flammenwerfer. Eine Panzerfaust. Ich benutze aber ehrlich gesagt das Sturmgewehr am liebsten, weil ich finde, es sieht auch cool aus. Oh Gott, Spoiler! Weil das der, ja. Das ist der Endgegner, ja. Jetzt weiß ich, warum ich nicht weitergespielt habe. Ja, weil ich glaube, keiner spielt hier das Spiel mehr. Geht denn nach jedem Waffen oder sowas? Das Level reingehen. Ob das nicht so hart ist gerade. Wir gehen mal ins Terminal und zeigen da mal. Kampf starten. Ach, man hat hier verschiedene Sektoren. Sektor 1. Ah, okay. Gibt es doch noch ein paar mehr Level, wie ich gedacht hatte. Drei wäre ein bisschen wenig. Ja, drei Dinge. Naja, so hast du, glaube ich, 60 Missionen plus den Unendlichkeitsmodus. Da kann man schon ordentlich lang spielen. Ja. Die Frage ist nur, ob der Unendlichkeitsmodus ausreichend reizt. Ja, man muss halt Bock haben, seine Waffen aufzuleveln, sage ich ganz ehrlich. Ja, wer auf sowas steht, für den ist es ideal. So, hier haben wir ein bisschen andere Waffending. Hier haben wir eine Gatling Gun. Ah, oh, shit. Ah, springen. Das wird verkackt. Eine Waffe, die sich auflädt. Die ist auch ganz cool. Das ist eine Giftwaffe, die vergiftet Gegner. Da kommt dieses, welche Waffe benutze ich für welchen Gegner, Prinzip ganz gut. Hier haben wir wieder so eine Sache. Honigkopf dekodiert. Eine neue Waffe wäre das jetzt. Honigtopf sind, glaube ich, Dinggranaten, Haftgranaten. Können hier mal in die Plugins gehen. Da siehst du auch immer die Elemente. P ist, glaube ich, normal. Patrone, Elektroschaden. Licht, glaube ich. Ja, Laser wahrscheinlich. Oder Laser. Das sind die Sachen, die ich dabei habe. Da können wir vielleicht die Viruspistole tauschen. Achso, nee, so tauschen will ich nicht. Nee, jetzt Moment. So, entfernen. Hinzufügen. Kann man hier mal Scharfschützengewehr. Da die Versionen sind einfach dann eben durch die Optimierung. Plasmawerfer. Blitzschlag ist ganz witzig. Ja, der ist auch ziemlich stark. Ja, der kann halt viel, viele Gegner auf einmal. Kupferkopf, die vergiftet auch. Panzerfaust, Judgment. Eine Elektropanzerfaust, Feuerpanzerfaust, Hitze, in dem Fall. Mehrere Granaten,
Landmine. Also wie man sieht, jede Menge Auswahl. Mhm. Ich glaube, das sind dann aber auch schon so ziemlich alle. Wie, wo war denn diese eine, das eine Gewehr? Wo war es dann? So. Der hat mich jetzt vergiftet. Zum nächsten Level. Also die Level sind anfangs natürlich sehr kurz. Da gehst du durch zwei Türen und bist am Levelausgang. Mhm. Das wird dann natürlich mit jedem Level schwieriger, das auch überhaupt zu finden. Geht dann auf mehrere Ebenen etc. Jetzt weiß ich natürlich gar nicht, was diese Waffe macht, an die kann ich mich jetzt gar nicht erinnern. Ah, okay, das ist auch so ein Scharfschützending. Ja, knapp. Ich meine, klar, die Grafik sieht beschissen aus. Ja, das gut. Ding ist für so einen Bildschirm konzipiert. Ja, nicht klar. Aufs Vollformat. Ja, verschiedene Gegner kommen natürlich auch mit der Zeit. Waffen gelöst für 30 Sekunden. Das ist natürlich auch immer gut. Und unbegrenzte Munition, wenn du dann das schwere MG nimmst, natürlich ist das super. Und dann hast du kurzzeitig unbegrenzten Schuss, kannst besonders effektiv agieren. Wenn das dann weg ist, ist die Munition aufgebaut? Nee, nee. Die ist dann für den Zeitraum, wo dieser gelbe Balken da ist, ist da endlich Munition angesagt. Ich glaube, man muss da auch nicht nachladen. Ja, dann geht auch die Munition nicht löten. Na, will noch jemand? Das ist halt schon effektiv. Verbraucht aber halt auch die Munition sehr schnell. Verstehe ich ja nicht so ganz, wie die ins Bild passen. Vielleicht sollen sie einfach nur das Zielen erschweren. Ich habe keine Ahnung. Willst du mal? Nee. Spielen. Spiel, Junge! Ja, sonst kriege ich es wieder nicht auf die Reihe mit der Steuerung. Ja, brichst es in zwei. Ja, ich bin ja nicht so kämpfer öffnen. Bleib da lieber bei der Maus und der Tastatur. Nee, für manche Ego-Shooter bevorzuge ich das auch deutlich.
Das heißt ja für manche. Für welche denn nicht? Da fällt mir jetzt gerade keiner ein, aber es gibt bestimmt auch Ego-Shooter, die ich liebe. Die haben dann halt noch andere Mechaniken, sag ich mal, wo sich das Gamepad eignet. Und ich sag mal, 2D-Ego-Shooter wäre auch vielleicht interessant. Ja, auf jeden Fall. Aber bei so 3D-Sachen, denke ich mal, wird es echt schwer. Ja. Da kommst du gegen jemanden, der die Maus benutzt, halt nicht mehr an. Du bist halt doch schnell, das kannst du nicht vergleichen. Nee, also, wenn ich einen Ego-Shooter hab, auf dem PC, dann spiele ich den auch ganz, ganz selten mal mit der Maus und Tastatur. Ja, doch mit Maus und Tastatur. Also, ja. Jetzt willst du mehr. Haben sie es kapiert? Ja, ich hoffe. Aber halt auf der Couch mit Maus und Tastatur ist halt nicht so angenehm. Ja, okay. Gut. Das stimmt. Oder du kaufst dir halt eine geeignete Couch, ne? Eine geeignete Couch? Ja, ja. Wie sollen die aussehen? Na, es gibt doch zum Beispiel diese Sofas mit den Inseln und so, ne? Ja, ja. Denke ich mir, kann man da sich durchaus ja, vielleicht positionieren. Ja, kann man schon vielleicht machen. Das ganze Ding dann auf dem Schoß? Ja. Habe ich letztens gesehen, für einen Laptop, habe ich bei jemandem gesehen, der hatte so ein Art Tablett gehabt, wo es draufsteht, und unten sind dann die Ventilatoren. Mhm. Ja, klar, gibt's alles. Aber hier haben wir das. Sie benutzen gerade inflationär diese spinnenartigen Bomben. Ja. Ich glaube, da hat einer vergessen, nachts die Maschine auszustellen. Ja. Ein Fluchttor. Ja, das ist unser einziger Weg, wieder ins Terminal zu kommen. Aber sei es drum. Wir wollen nicht ins Terminal, sondern wollen dieses Video beenden. Das war's von Coded Arms von Konami, was mich echt wundert. Wieso? Ja, weiß nicht, halte ich jetzt nicht so für das typische Konami-Spiel. Ich kann ja mal auch mal gucken, ob ich da was Interessantes finde. Aber ich glaube nicht. Sogar in Farbe. So viel kann man sagen, es sind ein paar Waffen drin, ein paar Gegner. Schon besser wie so manch anderes, was man heute kriegt. In diesem Sinne, das sage ich echt bei jedem Video, stelle ich fest, am Ende, in diesem Sinne, das muss man abstellen. Mach doch ein Format, in diesem Sinne. In diesem Sinne, willkommen zu, in diesem Sinne, auf, bis auf dann, ne? Nee, das kann man das ja nicht beenden. Ja. War auf jeden Fall mal netter, wieder reinzugucken, werde ich nicht weiterspielen. Ist aber, wer der PSP hat und einen Ego-Shooter will, sage ich mal, ich weiß jetzt keinen besseren. Gut, es gibt ja auch nicht so viele. Es gibt nicht viele, aber das ist wirklich einer der besseren. Klar, für die Vita gibt es mittlerweile besseres. Wobei ich sagen muss, es steuert sich doch ganz gut. Ist halt ungewohnt, ne? Hast halt nur einen Stick. Ja, und hast halt Knöpfe, mit denen du navigierst. Es wirkt ein bisschen indirekter, als es sein müsste. Wobei es ja auch nicht so weit hergeholt ist, wenn man an die Knöpfe mit den Pfeilen denkt, ne? Ja. So. Da sagt der Timer, ist abgelaufen. Und ich verabschiede mich. Das war der Martin, wieder mit dabei. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder zu neuen Spielen. Tschüss!